Startaufstellung für den legendären Grand Prix von Monaco. Pole Position für Charles Leclerc und auf Platz 2 ist George Russell, eine Riesenüberraschung, der Mercedes-Pilot auf der zweiten Position. Auf Platz 3 folgt dann Hamilton vor Perez, also stark ist Mercedes unterwegs. Bottas super auf der 5, auch Magnussen genial auf der 6, Alonso vor Mick Schumacher und Ocon. Ricardo auf Platz 10 schlägt seinen Teamkollegen, Show auf der 11 vor Vettel, Gasly und Tsunoda. Albon auf der 15, Sainz mit nur einem 16. Startplatz, Lawson auf der 17 vor Stroll, wir dann auf 19, Latifi und ganz am Ende des Felds, weil die ausgeschieden sind im Qualifying, Verstappen und Norris. Und damit Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 22 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Monaco, haben mal wieder keine gute Startposition erwischt, obwohl ich finde, die Qualifying-Runde hat sich sehen lassen können. Wir waren am Limit. Klar gehen hier und da noch 2-3 Zehntel mehr, aber wir waren wieder viel zu weit weg von Q2 und das lag wieder mal daran, dass ich es wieder nicht geschafft habe, vorher die KI-Stufe anzupassen. Bei Monaco hätte mir bewusst sein sollen, dass das Qualifying da sehr unrealistisch hart ist und ich denke, dass wir zwar immerhin Latifi geschlagen haben, das ist gut, aber naja, die Runde hätte durchaus vielleicht den knappen Einzug in Q2 verdient gehabt. Ich habe sie ja oben gerade nochmal eingeblendet gehabt. Jetzt geht's aber hier ums Rennen und entgegen der letzten Jahre in Formel 1 21 haben wir zur Abwechslung mal keinen Regen in Monaco, sondern ein Trockenrennen. Das heißt, strategisch sind wir trotzdem am Überlegen, ein oder zwei Stop, und ich denke, die meisten werden die zwei Stop nehmen und die ein Stop nehmen. Ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht die zwei Stop in Erwägung zieht, wenn er vorne wegfährt auf Softreifen oder ähnliches. Aber wir gehen auf jeden Fall auf die Einstopp und ich plane auch damit, vielleicht ein, zwei Runden vor dem Fenster reinzukommen. Ich habe es schon umgestellt von 17, was ideal ist, auf 16. Vielleicht gehen wir sogar auf die 15. Ich lasse mal hier die 15 drin, einfach um einen Undercut vielleicht eben zu schaffen und dann vor dem einen oder anderen wieder rauszukommen, wobei wir mit harten Reifen wahrscheinlich auch Probleme haben werden, vielleicht da dann eine schnelle Runde direkt zu fahren. Dann müssen wir mal sehen, wie es abgeht und ich hoffe einfach, dass wir im Rennen durch den Boxenstopp ein bisschen nach vorne gespült werden. Überholen in Monaco wird super schwer sein, wie immer. Und hoffen wir trotzdem einfach auf ein solides Rennen ohne Fehler, denn die sind natürlich sehr, sehr gefährlich hier in Monaco. So, wir begeben uns jetzt gleich auf unsere Startposition und dann geht's auch recht schnell los, weil wir ja relativ am Ende des Felds sind. Verstappen und Norris hinter uns, die werden natürlich am Start gleich versuchen, da was gut zu machen, sonst haben die wenig Chancen, aber das ganze Feld ist auf Medium-Reifen. Los geht der Grand Prix von Monaco. Hoffen wir auf einen guten Start hier auf dieser engen Start- und Zielgeraden. Die Ampel lagen auf Rot. Durchdrehende Reifen, aber es geht. Wir können hier direkt neben Stroll hinfahren. Probleme beim Rausbeschleunigen und es sieht so aus, als ob wir Platz 19 halten. Das ist super eng, es wird auch gleich wieder einen riesen Rückstau geben hin auf die Casino-Kurve. Und auch hier schon, Stroll greift Lawson an. Da ist der Rückstau, von dem ich gesprochen habe. Wir setzen uns neben Lawson. Kontakt, Stroll da irgendwie über den Randstein. Ich weiß es nicht. Und wo ist Lawson hin? Ah, der ist noch neben uns. Ich habe den gar nicht gesehen. Platz 18. So, wir haben zwei Runden überlebt, sind nicht ganz innerhalb einer Sekunde von Lance Stroll, aber ich glaube, wir können im ersten Sektor da ein bisschen aufschließen, weil es sich ja hoffentlich ein bisschen zusammenstaut, wobei Stroll auch mehr als eine Sekunde Rückstand auf Sainz hat. Aber noch fühlt sich das Ganze relativ gut an, was wir hier gerade machen. Die Reifen sind eigentlich ganz auf Temperatur und klar hat man hier und da mal einen Quersteher oder hier, man verbremst sich ein bisschen. Aber wir müssen einfach noch so ein bisschen unsere Pace finden. Wir konnten uns jetzt auch aus dem DRS-Fenster von Lawson befreien. Der hält Norris wacker weiter hinter sich. Und wir sind ja immer noch 1,1 Sekunden hinter Stroll. Mal gucken, wie wir da hinterherkommen. Wir sind zum ersten Mal hier im DRS-Fenster von Lance Stroll. Aber hier auf Startziel kommen wir immer so schlecht raus. Da hilft es einfach, um dran zu bleiben.
Und ich glaube, wir haben schon wieder leichten Unterbodenschaden. Ich weiß nicht, wo genau wir es bekommen haben. Aber vermutlich bei einem der hohen Randsteine hier in Monaco. Und das führt dazu, dass Stroll jetzt wieder leicht wegfährt und Lawson kommt näher. Wir verlieren, glaube ich, 2-3 Zehntel pro Runde jetzt. Sergio Perez scheidet aus. Schauen wir mal, was ihm passiert ist. Und es ist einfach ein technischer Defekt bei Sergio Perez. Er lässt das Auto hier hoffentlich ohne viel Gefahr im Notausgang stehen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht einen Safety Car gibt. So, und ich nehme euch mal mit hier auf eine Runde. Denn Überhol-Action passiert hier nicht so viel. Deshalb einfach mal eine Runde mitfahren, aber ohne Kommentare, denn sonst mache ich wieder irgendwelche Fehler. Ich kenne mich doch. Leichter Bandenkontakt, zum Glück nichts passiert. Ja, allein der Druck, dass ihr mir gerade zuschaut, führt zu kleinen Fehlern. Aber wir konnten soweit den Abstand zu Stroll halten. Und es ist Zeit für den Boxenstopp, für unseren Undercut, wie wir das geplant haben. Denn unsere Reifen sind schon ziemlich abgenutzt. Und wir haben in dieser Runde auch ein bisschen Zeit verloren. Jetzt geht's also für uns an die Box. Hier fast der Schaltfehler. Gerade so, glaube ich, waren wir unter den 60 km/h. Das war ziemlich knapp. Ich habe nämlich gar nicht wirklich drauf geachtet. Und wir haben wohl einen Frontflügelschaden, das habe ich gerade hier gesehen. Wir müssen 7 Sekunden hier an der Box warten. Ich habe gerade pausiert und geguckt, aber tatsächlich, scheinbar haben wir aus irgendeinem Grund einen Frontflügelschaden. Vielleicht gerade irgendwie bei der Berührung, ich weiß es nicht, mit der Wand. Auf jeden Fall ist das jetzt natürlich richtig schlecht, weil wir jetzt eher Plätze verlieren werden. Und Verstappen hängt übrigens immer noch hinter Latifi rum. Ist also, naja, mit Ausnahme von Gasly letzter. Gasly war nämlich ganz am Anfang drin, ich glaube wegen eines Schadens. Jetzt kommt Lawson gerade an die Box und er wird wahrscheinlich jetzt wieder vor uns rauskommen, aufgrund dieses Frontflügelwechsels. Schauen wir mal. Ja, und Lawson und Stroll, die sind alle schon vor uns wieder rausgekommen. Richtig ärgerlich. Verwarnung kassieren wir hier auch noch für ein bisschen abkürzen. Sehr schade, wir sind lediglich vor Verstappen und damit auch vor Latifi. Jetzt kommt Latifi noch an die Box und die Frage ist, ob er vor Verstappen wieder rauskommt. Das würde ich mir sehr wünschen, denn sonst wird Verstappen Druck ausüben auf uns. Aber es sieht so aus, als ob Verstappen Latifi überholt hat. Und so ist es auch. Das heißt, wir sind auf Platz 18, haben nicht wirklich eine Chance nach vorne. Ganz im Gegenteil, Verstappen kommt von hinten und wird versuchen, uns die letzten 20 Runden das Leben schwer zu machen. Und wir werden noch einen Platz gut machen, während Verstappen jetzt hinter uns ist, direkt. Albon geht nochmal in die Box, vielleicht hat er sich da auch einen Schaden zugezogen. Und das ist gut, denn Albon ist ja unser Rivale. Und da werden wir vielleicht ein bisschen Fahreranerkennung dazu gewinnen, wenn wir den schlagen. Aktuell sind wir da, glaube ich, ein paar Pünktchen vorne. Verstappen jetzt im Getriebe auf dem Weg aus dem Tunnel raus. Wir gehen auf die Kampflinie. Verstappen drängt sich vorbei, kürzt ab. Muss uns da meiner Meinung nach wieder vorbeilassen. Aber Verstappen bleibt vorne. Schade. Aber das wäre auch zu viel verlangt gewesen. Wobei Latifi hat das ganze Rennen geschafft, Verstappen hinter sich zu halten. Aber es bahnt sich an, als dass wir wieder relativ am Ende des Felds ins Ziel kommen werden. Sehr, sehr schade. Aber so ist es nun mal. Aktuell ist unser Auto einfach deutlich unterlegen. Und ich denke, es wird ein relativ kurzes Video werden, denn es sieht so aus, als ob unser Vorsprung vor Latifi konstant ist. Und ja gut, Lawson 5 Sekunden vor uns. Ja, der hat sogar ein bisschen Zeit gut gemacht auf uns und in Kombination mit den schlechter werdenden Reifen, die ich jetzt auch schon deutlich merke, wenn ich ehrlich bin, und diesem Unterbodenschaden ist das Auto an manchen Stellen sehr, sehr schwer zu kontrollieren.
und ist einfach nicht so viel Potenzial da. Und dann ist es halt auch noch Monaco, wo man jetzt nicht mega konstant fährt und jede Runde auf den Punkt bringt. Und bevor ich jetzt das Auto in die Wand werfe, will ich versuchen, möglichst konstant jetzt hier die Runden zu drehen. Das heißt aber gleichzeitig, dass das Potenzial recht gering ist, nach vorne zu kommen, sowieso, wenn nichts Großes passiert. Und ich hoffe einfach nur, dass das Rennen jetzt bald vorbei ist. Es sind ja immer noch einige Runden vor uns. Und jetzt haben wir noch mal mehr Unterbodenschaden hier bekommen, weil wir zu spät eingelenkt haben. Beziehungsweise der Diffusor. Das kostet natürlich Zeit und viele, viele Nerven, das Auto hier auf der Strecke zu halten. Ja, noch 14 Runden. Ich hoffe, dass wir überrundet werden und es dann nur noch 13 sind. Und dann hoffe ich, dass wir einfach dieses Rennen schnell abhaken können und uns auf das nächste Rennen konzentrieren können. Wunsch 2 geht schon mal in Erfüllung, denn wir haben Leclerc hinter uns und er wird jetzt hier an uns vorbeigehen. Wir bekommen die blauen Flaggen. Der Führende hat uns jetzt also überrundet und damit müssen wir eine Runde weniger fahren. Und jetzt haben wir fast noch den Fehler gemacht hier. Puh, das war knapp. Die nächste blaue Flagge, blöde Stelle hier. Da gehen wir aber sicherheitshalber viel vom Gas, dass Russell, der ihn einen tollen zweiten Platz einfahren wird, nicht behindert wird. So, Lewis Hamilton haben wir jetzt auch noch vorbeigelassen, der auch ein Podiumsplatz heute einfahren wird. Und ich bin so froh, wenn dieses Rennen vorbei ist. Jeder kleine Randstein, so wie der gerade, kann dazu führen, dass wieder mehr vom Unterboden defekt ist. Und ich meine, wir sind eh schon brutal am Limit hier in Monaco. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass wir hier überlebt haben, 39 Runden lang, in diesem Auto, was doch noch sehr, sehr schwer zu fahren ist. Von daher bin ich zufrieden, dass wir es ins Ziel geschafft haben. Das ist auf jeden Fall das Positive, was ich von heute mitnehmen kann aus Monaco. Race over, take care of the car on the way in. Schauen wir uns abschließend noch den Rennergebnisbildschirm an. Ja, leider für uns, wie gesagt, kein gutes Rennen, aber wie gesagt, wir müssen einfach warten, bis unser Auto auch wieder auf einem Niveau ist, dass wir da mit um die Punkte kämpfen können. Ich denke, dass wir das in dieser Saison wahrscheinlich schwer erreichen werden. Es wird vielleicht das ein oder andere Rennen geben, wo wir einfach richtig gut performen können. Da hoffe ich, dass wir mal wieder in die Punkte kommen. Aber heute war es nichts für uns. Leclerc gewinnt schon wieder und holt volle Punktausbeute zum 6. oder 5. Mal in Folge. Unglaublich. George Russell und Hamilton mit einem tollen Podium für Mercedes. Bottas auf Platz 4 mit einem riesen Erfolg für Alfa Romeo. Alonso auf der 5 auch richtig stark. Und dann Schumacher und Magnussen, die beiden Haas, holen heute 14 Punkte, auch nicht übel. Ricardo, Ocon und Shogun Yu schließen die Punkte ab. Also Alpine, Alfa Romeo und Haas heute mit einem Top-Ergebnis. Ricardo holt sich auch ein paar Punkte für McLaren. Keine Punkte für Vettel, ganz knapp. Carlos Sainz hat es auch nicht geschafft, von Platz 16 nach vorne zu kommen. Ähnlich ging es aber auch Norris und Verstappen, die heute punktlos bleiben. Es wäre eigentlich unsere Chance gewesen, da heute mal ein bisschen Glückspunkte zu holen. Aber leider war es das. War es einfach nicht möglich für uns, deshalb sieht die Rangliste jetzt wie folgt aus. Wir werden zurückgereicht auf Platz 15. Schumacher hat uns auch überholt mit dem klasse Ergebnis, das er heute eingefahren hat. Ricardo kommt auch näher, aber wir sind immerhin noch auf Platz 15, was nicht allzu schlecht ist. Und in der Konstrukteursrangliste, na gut, da ist auch Haas jetzt sehr weit weg. Also ich glaube,
dass wir einfach mit Aston Martin und Williams um Platz 9 fighten müssen. Ich denke nicht, dass wir da eine Chance haben, weiter nach vorne zu kommen. Alfa Romeo seinerseits geht aber vorbei an McLaren und wahrscheinlich auch an Haas, wobei die waren, glaube ich, schon vorher knapp vorne. Also wirklich spannender Kampf im Mittelfeld, gerade Alfa Romeo, McLaren, Haas und Alfa Tauri, die aktuell sehr, sehr gleichwertig erscheinen. So, jetzt haben wir aber wieder ein paar Tage Zeit, bevor es weitergeht. Und wir haben hier schon die Warnnotiz, dass wir nicht genügend Geld haben, um den Vertrag mit dem Teamkollegen zu erneuern. Das steht zum Glück erst in ein paar Wochen an, wenn es dann zur Saisonpause geht. Nämlich zwischen Österreich und Frankreich müsste das sein. Und bis dahin sollten wir genügend Geld haben, um ja den Vertrag zu verlängern. Denn ich bin relativ zufrieden mit Lawson. Er ist zwar nicht perfekt unterwegs, aber das liegt ja auch am Auto. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld, damit wir uns das leisten können. Und bis dahin ist er wahrscheinlich auch noch eine Fahrerstufe weiter. Von daher wird das nicht allzu günstig sein. Ansonsten sind unsere Teile zum Glück gerade nicht so sehr abgenutzt, dass wir im nächsten Rennen Probleme haben werden. Und wir haben 8 Tage Zeit, bis es dann losgeht. Grand Prix von Aserbaidschan, da freue ich mich drauf. Ich liebe die Strecke, ich finde die ganz toll, auch wenn die viel Wählepotenzial ähnlich wie Monaco bietet. Jetzt schauen wir aber hier erstmal rein, was wir hier brauchen können. Und hier Schwerpunkt Chassis, Schwerpunkt oder Triebwerkausrüstungsupgrade ist die Frage, ob wir da was machen sollen. Bei Chassis, denke ich, macht das Sinn, denn wir haben da noch auf jeden Fall ein Teil zur Verfügung, was wir entwickeln können. Bei Triebwerk eher nicht, weil wir gerade einfach nicht genügend Ressourcen, Platz frei haben quasi in unserer Entwicklungspipeline. Und dann können wir mal gucken, hier gibt es einige Team-Erfahrungspunkte dazu, dann sollten wir das vielleicht auch mal machen und dann machen wir hier noch das Zweitfahrertraining. Ich denke, es ist immer wichtig, dass Lawson das Maximale aus seinem Rennen rausholt und dann schauen wir noch in die Forschung und Entwicklung. Ich habe jetzt erstmal den Schwerpunkt Chassis abschließen lassen, die Teamaktivität, dass wir hier jetzt eine hohe Moral haben und bei den anderen dürfen wir jetzt einfach nichts tun. Wir haben 1300 Ressourcenpunkte zur Verfügung, wir können noch eine Sache in die Wege leiten. Das sollten wir doch hier die Monocoque-Struktur, das große Upgrade, was wir jetzt hier erreichen können, mit nur 29% Fehlschlagsrate vor Silverstone soll das ankommen. Lasst uns das einfach in die Wege leiten. Dann haben wir zwar jetzt wieder keine Punkte und können nicht viel machen, aber das sollte doch große Schritte nach vorne bedeuten. Und tatsächlich ist meine Hoffnung erfüllt worden. Hier kam jetzt gerade ein Marketing-Ereignis und wir haben doch kürzlich, vielleicht könnt ihr euch erinnern, das Ereignis gehabt, wo wir Fanartikel uns entscheiden mussten, ob wir da 100.000, 50.000 oder 0 ausgeben. Und wir haben tatsächlich das Geld zurückbekommen, diese Investition, jetzt, dadurch, dass wir eben diese teuerste Option gewählt haben und bekommen auch noch Fahreranerkennung dazu. Also es hat sich alles bezahlt gemacht. Ich bin glücklich, dass wir da nicht gespart haben, obwohl da an sich noch nicht absehbar war, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Übergreifende Ereignisse, das finde ich cool. Das gab es jetzt auch noch nicht bisher. Zum Glück ist ein Teil der Aerodynamik noch angekommen. Das war zwar jetzt kein riesengroßes Teil, nur hier etwas, was den Spiegel betrifft, was den Luftwiderstand wohl erhöht. Minimal zumindest. Ein verbessertes Flügelspiegeldesign macht sie aerodynamischer, um Luftverwirbelungen und somit Luftwiderstand zu reduzieren. Sehr, sehr gut. Damit sind wir jetzt hier immerhin drittletztes Team. Ja gut, genauso wie im Gesamtleistungsvergleich. Wie sieht es eigentlich hier aus bei der Chassisabteilung in der Zwischenzeit? Da sind wir vorletzte, aber haben viele Upgrades in der Pipeline. Beim Triebwerk sind wir, glaube ich, ganz gut. Da sind wir viertletzter. Und bei der Strapazierfähigkeit, da sind wir allerletzte. Und das merkt man auch. Wir haben da bisher noch nichts rein investiert, nur ein bisschen, wo mal was übrig war. Und jetzt können wir höchstens bei Aerodynamik noch was machen oder bei Strapazierfähigkeit. Aber wir haben nicht genügend Ressourcenpunkte, also müssen wir auf nach dem Grand Prix warten. Wir haben noch eine Sache, die ankommen soll, jetzt direkt. Und das ist leider fehlgeschlagen. Das gibt's doch nicht. Warum denn jetzt gerade, wenn wir am Tag des Rennwochenendes hier noch ein Upgrade bekommen hätten, wäre super gewesen. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Punkte, um das direkt wieder zu aktivieren. Und das kommt dann erst nach Kanada. Ach, das ist so ärgerlich. Und das war auch noch ein großes Upgrade. Das heißt, wir fahren weiter hinterher, so wie es ausschaut. Im Leistungsverlauf sind wir deutlich hinter den anderen Teams. Und jetzt geht's gleich noch hier in die Pirelli Hot Lab mit dem Ferrari F8 Tributo in Aserbaidschan. Es geht um die Average Speed Zone, das heißt, wir haben 3 Versuche hier, die geforderte Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen. Keine Ahnung, wie hier der Bremspunkt ist. Boah, okay. Da bleiben die Reifen auch stehen.
Einmal das Schloss hoch. Die Strecke ist jetzt nicht unbedingt gemacht für ein Supercar, eher für ein Formel 1 Auto. Und leider haben wir jetzt hier die Strecke verlassen. Das hat es leider gewertet als Fehlversuch. Verdammt. Ja, der zweite Versuch war gar nichts. Ich bin in die Mauer eingeschlagen. Der schnelle Linksknick ging nicht Vollgas, nicht ansatzweise. Das habe ich missachtet. Und jetzt geht's auf den letzten Versuch. Drücken wir die Daumen, dass es klappt. Spät gebremst. Das Auto ist giftig. Mal zum Glück nicht die Strecke verlassen, früh hochschalten, auch im Straßenwagen. Und jetzt dürfen wir hier auf jeden Fall nicht so viel Gas geben wie vorhin. Das war jetzt deutlich besser. Aber 128 ist super schwer zu erreichen. Aber ich glaube, das war Silber, oder? Genau, Silber. Immerhin, ja, nicht ganz perfekt, aber es lief doch ganz gut. Und damit würde ich sagen, sind wir gut vorbereitet für den Grand Prix von Aserbaidschan. Vielen Dank fürs Einschalten hier in Monaco. Ich hoffe, dass wir in Aserbaidschan vielleicht mal wieder so ein bisschen weiter nach vorne kommen ins Mittelfeld. Auch auf das lange Rennen gesehen, da haben wir jetzt ja eher immer uns an Williams jetzt orientieren müssen. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Rennen etwas besser schaffen. Bis dahin, macht's gut. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin, ciao und servus.